Heute geht es mit handgemacht Saale und Strot zu Dirk, unserem Handmacher Nummer 2. Er ist der Bonbonmann aus Zeitz und wir machen leckere Lutscher, Bonbons. Los geht's. Die Schwierigkeit bei der Sache, dieses Hinbekommen, das ist auch der Reiz dabei. Weil keine Produktion ist wie die andere. Es ist nie stumpfsinniges Abarbeiten. Das geht dabei nicht. Dann funktioniert das nicht. Man ist immer wie in einem Flow praktisch und muss sich damit auseinandersetzen mit der Produktion als solches. Wie sieht so dein normaler Tag als Bonbonmann aus? Der Beruf? Die Berufung ist sehr vielfältig. Also es gibt Tage, da sitze ich im Büro. Es gibt Tage, da fahre ich rum und beliefere. Es gibt Tage, da muss ich alle möglichen Arbeiten rundherum machen. Die Produktion selber ist wirklich nur ein Teil des Gesamten. Also wir sind ja ein reiner Familienbetrieb, ein Kleinstbetrieb. Ich kann es immer nur wieder betonen. Und ohne, dass die Familie dahinter stehen würde, würde das nicht funktionieren. Es ist so weit abgekühlt, dass ich jetzt meinen Rahmen entfernen kann. Und der Rahmen war nur dazu da, dass mir das Ganze nicht wegläuft, während das abkühlt. So, wenn wir das jetzt weiter abkühlen würden, dann hätten wir das Problem, das würde fest werden. Das merkt man jetzt schon. Wir wollen aber schöne, fluffige Sachen machen. Wir wollen ja auch Lutscher machen, da brauche ich eine flexible Masse. Um das zu erreichen, gehe ich jetzt hier an meinen Zuckerhaken und beginne, das Ganze zu ziehen. Immer wieder wird jetzt diese Masse hier rüber geschlagen und gezogen. Und jetzt kannst du sagen, jetzt sieht das schon eher aus wie ein Bonbon. Ja. Ne? Und das, was wir jetzt hier gemacht haben, ist im Prinzip der Mantel des Lutschers, des Bonbons etc. In diesen Mantel lege ich jetzt meine Füllung. Und sieht das schon lecker aus? Ja. Aber noch leckerer wirkt das, wenn man im Ganzen jetzt noch so auch ein Spiralmuster gibt. Ich will jetzt aber erstmal einen Lutscher zeigen. Da drehe ich das auch hier mit wenig Kraft, eine Schnecke, schneide das Ganze ab. Der Stiel noch, Hand aufgelegt und bekomme so meinen schönen Rundlutscher. Dann machen wir jetzt mal unsere leckeren Kissenbonbons, die ja auch im Saale-Unstrut-Koffer sind oder bei Saale-Unstrut handgemacht. Jetzt hast du ja gesehen, wir haben hier diese Bonbonketten. Da das jetzt abgekühlt ist, kann man jetzt ganz einfach mal ein bisschen schütteln und du siehst, die trennen sich und jetzt habe ich die einzelnen Bonbons. Du hast ja vorhin gesagt, du bist aus dem Rheinland. Ruhrgebiet, rübergeschwappt. Aber würdest du sagen, Saale-Unstrut ist deine neue Heimat geworden? Ja, ich würde auch nicht zurückgehen wollen. Also ich lebe jetzt ja schon länger als die Zeit vorher in meinem Geburtsort und es gefällt mir hier, sonst wäre ich auch nicht hier geblieben. Es ist halt eine schöne Gegend. Ich habe meinen Freundeskreis jetzt hier, ich habe die Leute, also von daher, ich wüsste auch nicht, warum ich weggehen sollte. Was ist denn dein liebster Ort in Saale-Unstrut? Ganz ehrlich, ein ganz großer Gewinn in Zeitz war die Landesgartenschau und ich finde den Schlosspark, so wie er jetzt ist und nach all den Jahren noch erhalten ist, unglaublich schön. Und da freue ich mich auch immer im Sommer, freue ich mich auch im Frühjahr und im Herbst immer auf den Markt dort. Das wird immer ein spezieller Markt gemacht und da gibt es unglaublich viele Spezialitäten, Musik und so weiter, dass dieses Gelände auch weiterhin erhalten wird und genutzt wird. Ne? Also es ist eine tolle Sache, ganz toll.